Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einem neuen frischen Projekt, da Kingdom Come Deliverance erstaunlich schnell plötzlich zu Ende kam, habe ich mich spontan für Moonlighter als nächstes entschieden und das werden wir ab heute spielen, jeden Tag. Moonlighter ist, ja, wie einige sagen würden, ein Pixelspiel. Es ist ein Indie-Game-Titel. Es geht hier hauptsächlich ums Looten und um den Loot zu verkaufen. Aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Wir schauen uns einfach gemeinsam das Spiel an. Ich habe mich extra nicht zu viel erkundigt. Deswegen sind meine Infos zu diesem Spiel auch ziemlich gering. Wir starten einfach direkt. Wow, holy shit, ist das laut. Okay, das war jetzt verdammt laut in meinen Ohren. Für euch nicht, wahrscheinlich nicht so laut wie für mich. weil ich das alles leiser gestellt habe. So, ich werde natürlich auch schwer spielen, weil es empfohlen ist, normal. Das ist für Noobs anscheinend. Es gibt kein Leicht mehr, es gibt nur noch normal. Wieso auch nicht? Und wir steigen einfach mal ins Spiel an und lassen uns einfach mal überraschen, was passieren wird. Unter den Sternen der Nacht gibt es ein Land, das so alt ist wie die Vorstellungskraft. In einer Nacht tauchten in diesem Land Labyrinthe voller außergewöhnlicher Schätze und tödlicher Kreaturen auf. Sie nannten sie die Dungeons, seltsame, sich ständig verändernde Ruinen unbekannter Länder. Bald wurde in der Nähe der Dungeons ein Dorf der ein wenig Neugierigeren gegründet. Dies nannten sie Rinoka. Unter den Siedlern strahlten zwei Gruppen am hellsten: Helden und Kaufleute, Ruhm und Reichtum. Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Aber die Dungeons erwiesen sich als zu gefährlich. Das Leben wurde hart für die Stadt, vor allem für den jungen Besitzer des ältesten Ladens, Will of Moonlighter, der lange davon träumte, die geheimnisvolle fünfte Tür des Dungeons zu öffnen. Ja, Freunde, und darum geht's hauptsächlich. Wir, der alte Knacker, übernehmen natürlich die Aufgabe der jungen Spunde, der jungen Leute und gehen jetzt natürlich mit unserer Lieblingswaffe bewaffnet in den Dungeon. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das Spiel zu laut ist. Kleiner Moment. Der Soundtrack ist so unglaublich laut. Naja, ich stelle auch meine Ohren ein bisschen leiser, damit es angenehmer ist. Ja, wir haben unsere Waffe gepackt. Die können wir jetzt noch nicht benutzen. Ich habe das Spiel natürlich vorher so ein paar Minuten angetestet, um die Lautstärke einzustellen. Frage ist natürlich, ist noch alles noch eingestellt? Ja. So, und ja, heute zeige ich euch, wie das Ganze hier funktioniert. Das hier ist das Tutorial. Wir können irgendwelche Bücherregale umrennen. Die Steine können wir leider nicht umrennen. Vielleicht eines Tages mit Power Dashes, ich weiß es nicht. So, oben wird uns erklärt, was wir machen sollen. Wir können rollen. Ja, das ist. Zweimal hintereinander erklären sie mir, wie man rollt. Achso, nee, beim ersten Mal ist es nur laufen. Okay. Beim zweiten Mal ist es rollen. So, wir können über solche Löcher rollen, ohne dabei Schaden zu nehmen oder runterzufallen, besser gesagt. Wir können durch Gegner rollen. Ich habe in meinem ersten Versuch bin ich gegen ihn gerannt. Man stirbt instant, wenn man ihn nicht überrollt. Meine Waffe kann ich doch nicht auspacken, aber ich kann ja gleich wieder zurückkommen mit Waffe, ne? Hui, wir können auch so, ja, Projektile umrollen, sodass wir nicht getroffen werden. Auch ganz praktisch. Und hier sehen wir natürlich unsere Lieblingswaffe, den Besen. Vier alter Mann begeben uns in die Ruinen, weil die Jungen es nicht mehr möchten, mit unserem Besen. Mit einem Besen, müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie euer Opa den Besen packt und sagt, ja, ich gehe jetzt ein paar Monster verprügeln. Alles klar. Ganz klar. So, wir haben auf jeden Fall zwei Fähigkeiten. Am Anfang habe ich ein bisschen überlegt, was das bedeuten soll. Ich dachte, vielleicht kann man damit irgendwelche Leute piesacken. Aber nein, man hält drauf und kann dann so einen Charge-Angriff machen. Das ist eigentlich ganz cool. Und jetzt gucke ich mal, ob ich zurückrennen kann. Kann ich meine Waffe noch benutzen? Ja. Rollen tut man so, ne? Ja. Rollen wir hier mal durch und dann verprügeln wir den hier einfach mal. Oh. Ach, das ist ein Schild. Okay, jetzt weiß. Weiß ich, wie man ihn bekämpft. Okay, ich habe meinen Angriff noch. Nimm dies. Und das. Und jedes. Ich darf ihn nicht berühren, ey. So ein Mega-Mob direkt am Anfang. Oh!
Wie, ich kann auf meine Tasche an euch zugreifen, aber ich habe doch schon zwei Sachen drin. Aber ich würde gerne reingucken, was ich da gefunden habe. Na, jedenfalls, den Loot, den wir finden, den können wir in unserem persönlichen Shop verkaufen, was ich sehr interessant finde, weswegen ich mich auf jeden Fall freue auf dieses Spiel. Und da steckt ein Gegner drin, den prügel ich erstmal die Scheiße aus dem Leib. So. Ich dachte schon, ich habe Schaden bekommen, aber nein. Kann ich die Schlösser auch aufsammeln? Oh nein, schade. Das wäre auch zu cool gewesen. So. Wir haben Zugriff auf unsere Truhe. Wir haben bisher Ranken, Zahnstein und reichhaltiges Gelee am Start. Da haben wir ein kaputtes Schwert. Ob wir das auch direkt benutzen können? Weiß ich nicht. Ich hoffe auf das Tutorial. Und Gießereireste. Sehr schön. Was haben wir hier drin? Drei kaputte Schwerter. Super. Bitteschön. Hier, jetzt haben wir 4 und 5. Kann man bestimmt richtig teuer verkaufen, das Zeug. Wer kauft denn so einen Scheiß? Okay, jetzt... okay. Was ist denn hier los? Ich dachte, das ist das chillige Tutorial. Oh, ich bin runtergefallen. Heilige Scheiße. Nein, ich komme nicht mal dazu zuzuschlagen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich let's play's doch nicht. Nee, wenn alle Level so sind, dann... WTF, wie soll ich das denn schaffen? Oh, okay. Hat sich erledigt. Ich bin übrigens nur bis zum Raum mit den Truhen gegangen. Ich hätte noch einen Raum weitergehen sollen, als ich getestet habe. Dann wäre ich jetzt nicht so überrascht gewesen. Hätte ich es tun können. Ach, da muss man sowieso sterben. Wie du aussiehst. Und ganz allein. Ruhe dich ein Weilchen aus, Will. Bei mir bist du sicher. Oh, ich heiße Will. Nenn mich Willi. Selbst als Kind hast du dich bereits für Dungeons interessiert. Wenn ich schon so ein alter Knacker bin, was bist denn du, Alter? Das sind meine Zeichnungen, oder was? Sagen wir jetzt nichts. Kein Zweifel, du bist genauso davon besessen wie der alte Pete. Ach, ich bin nicht... Okay. Irgendwie die alten Leute anscheinend. Anscheinend bin ich nicht so alt. Morgen, Jüngchen. Jüngchen? Alter, ich bin doch... Ich dachte, ich bin ein alter Sack. Ich habe graue Haare. Bin ich doch nicht so jung, wie ich dachte. Wahrscheinlich bin ich so ein Jugendlicher, der sich einen Besen geschnappt hat und dachte, ja, ich bin jetzt ein Held. Hat sich unser kleiner Händler etwas übernommen? Will, hör mir zu. Ich will ehrlich mit dir sein. Will, ich will ehrlich mit dir sein, du kleiner Scherzkick, Zenon. Du bist der Letzte deiner Familie. Niemand außer dir kann sich um den Moonlighter kümmern. Du kannst nicht so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Dein Leben für diesen Unsinn vom 5. Tor zu riskieren ist dumm. Lass es einfach auf sich beruhen. Sammle einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann. Mit deinem Anhänger aus dem Dungeon. Und verflix doch mal, hör auf, deinen Besen als Waffe zu benutzen. Da draußen ist es gefährlich. So ganz alleine, nimm das hier. Es ist gefährlich draußen, nimm das. Das habe ich damals benutzt, jetzt brauchst du es mehr als ich. Oh, Schwert und Schild! Na gut, dann hoch mit dir. Du lässt den Tag verstreichen. Kümmere dich um deinen Laden. Sehen wir doch mal, ob wir dir ein paar meiner Tricks in den Schädel hämmern können. Die habe ich von deinem Großvater. Es ist schon so viele Jahre her. Okay, dann zeigen wir mal, wie man Dinge verkauft. Ich sehe aus wie ein alter Sack. Ich dachte, ich bin ein Rentner. Ich dachte ehrlich gesagt, ich bin ein Rentner, der Langeweile bekommen hat und sich dachte, ich gehe mit einem Besen in den Dungeon. Ach, damit heilt... Ah, so heilt man sich. Huch, ach, das war die Rolle. Um deine Sachen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zweier Dinge. Kenne den Wert und die Nachfrage eines Gegenstands. Komm schon. Öffne den Laden und lass die Kunden herein. Okay. Zack. Es ist der 2. Januar.
das für ein Ding? Sie kauft es. Verkaufen, okay. Hast du das gesehen? Der optimale Gesichtsausdruck. Nein, ich hab's nicht gesehen. Der Gegenstand war weder zu teuer noch zu billig. Ich hab's nicht gesehen. Hä? Achte auf die Gesichter deiner Kunden. So hat dein Großvater immer herausbekommen, ob die Preise stimmen. Super, weißt du, ich beginne das Spiel. Es dreht sich alles um die Gesichter der Kunden und ich hab's nicht gesehen. Typisch. Egal, wir kriegen noch eine zweite Chance. Ja, 170, der ist jetzt 70 teurer, ne? Muss ich dir wirklich sagen, dass der Gegenstand zu teuer war? 170? Ich finde 70 mehr ist doch nicht viel. Das war eine wertvolle Lektion, Jüngchen. Denk dran, verkaufe beliebte Gegenstände nicht zu oft. Wenn du den Markt überschwemmst, musst du deine Preise senken. Oha. Verkaufe teuer, wenn die Nachfrage oben ist und immer in Maßen. Das heißt, ich soll die guten Gegenstände aufbewahren, damit sie keiner bekommt, bis sie jemand haben will. Okay. Sieh in dein Händler-Notizbuch. Es enthält alle Informationen über Waren und Artefakte, die du entdeckt hast. Kristalline Energie. Okay. Wie kann ich jetzt... Ich kann das Zeug doch nicht angucken. Ah, da. Verkaufe und Reaktion. Okay, 170 ist zu teuer. Dann macht er so ein Gesicht. 100 ist perfekt. Das heißt, 130 wäre für mich perfekt. Immer ein bisschen teurer, als sie es mögen. Die durch einen Golem fließende Energie scheint bei dessen Zerstörung zu kristallisieren. Ob wir sie nutzen können? Ich weiß es nicht. Aber da gibt es noch so viele andere Möglichkeiten. Ich will die angucken. Die Sonne geht unter. Es wird Zeit. Ich gehe besser. Den Rest schaffst du sicher alleine. Es liegt an dir, diesen Laden zu alter Größe zurückzuführen. Glaub mir, du hast das im Blut, Will. Mach deinen Großvater stolz. Probier doch in der Zwischenzeit dein neues Schwert aus. Nachts sind Dungeons gefährlich, aber es locken wertvolle Artefakte. Wag dich nur nicht zu weit vor und nutze den Anhänger. Okay. Das heißt, nachts gehen ist besser als tags. Okay, geh jetzt, meine alten Knochen müssen ruhen. Ich darf nicht zurück in den Laden? Was für eine Frechheit. Maser, mein Sohn, wenn ich dich finde. Oh, Will, hast du zufällig Maser irgendwo gesehen? Nö. Was ist das? Quests? Ich weiß es nicht. Oh! Sailor Moon. Das ist Sailor Moon, Freunde. Ich habe kürzlich ein Gerücht gehört, was die Dungeons angeht. Es soll nachts leichter sein, ganz bestimmte Artefakte zu erhalten. Du warst gerade noch ein Mädchen. Zack, warst du ein Kerl. Das ist seltsam. Hast du wieder neue Kulturartefakte in den Dungeons gefunden, Will? Faszinierend, dass die Gegenstände aus den Dungeons von vollkommen unterschiedlichen Zivilisationen zu stammen scheinen. Interessant. Will! Ich habe dich im Golem-Dungeon gesehen. Irgendwas Mysteriöses gefunden? Nö, kann ich nochmal mit dir sprechen? Früher dachten die Leute, dass die Artefakte der Dungeons einfach so aus dem Nichts entstehen, dass sie in den Dungeons generiert werden. Aber die Abnahme der Golem-Artefakte widerlegt diese Theorie. Fast so wie in einem Spiel. Ach, da ist Maza. Will, nächstes Mal spielen wir, wenn ich dich besuche. Vielleicht, wenn du die Nase geputzt hast. So aber nicht. Ich hab ihn gefunden! Bist du auf dem Weg in Richtung des Dungeons? Statte auf jeden Fall der heißen Quelle einen Besuch ab. Das Wasser wird deine Schmerzen lindern, wenn du sie findest. Okay, es gibt eine Quelle. Ich will jetzt hier nicht zu viel quatschen. Ich denke mal, nachts wird hier auch nichts aktiv sein. Dungeons, okay. Wir gehen einfach mal direkt zu den Dungeons. Wir können später noch mit den Leuten quatschen. Das heißt, nachts hier reinzugehen ist perfekt. Ich sehe schon, in dieser Dungeon, da war noch niemand drin. Das ist auch der Dungeon auf meiner Zeichnung. Und hier sind die anderen drei. Und der vierte ist schon auf dem Huch. Golem Dungeon. Für Helden und Händler
Erlaubter Dungeon. Okay. Wofür sind denn die anderen Dungeons? Golem Dungeon 1. Dann laufen wir hier mal durch die Gegend und gucken. So. Ah, das ist jetzt mein Schild. Hä? Man sieht das Schild kaum. So sieht man das, aber so sieht man es nicht. Kann das jemand von euch erkennen? Ich nicht. So, oh, der Dolch ist richtig schnell. Da, 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 da. Was habe ich noch? LB? Ach, der Besen. Okay. Ich sehe schon. So, okay. Wir haben noch nichts gefunden. Schade. Wir haben Gegner gefunden. Diesmal nicht so nur Pisser wie gerade eben, die mich einfach umgebracht haben. Unten links habe ich eine Karte. Ich habe sie gesehen. Loot! Gib mir Loot. Keine Schätze, schade. Ob es hier auch Geheimgänge gibt? Das würde mich mal interessieren. So richtig geheimes Zeug. Oh, dich kenne ich. Du hast aber doch kein Schild. Das fand ich jetzt nicht so nett. Du kriegst jetzt eins mit dem Besen. Von wegen, der Besen ist scheiße. Mein Großvater ist scheiße. Komm näher, was ist denn los mit dir? Oh, was? Das ist ein Cheater. Du dreckiger Cheater. Ich hab durch ihn durchgeschlagen. Habt ihr das gesehen? Verrückt. Oh nein, ich mag die Gegner nicht. Oh Scheiße, ich treff nicht. Oh, Loot. Ich will den Loot. Okay, ich kann noch Heiltränke trinken, ne? Haha. Das staunste, wa? Jetzt kriegst du auch eins mit dem Besen. Take this. Oh, oh, der ist richtig effektiv. Der Besen ist viel besser als das dämliche Schwert. Oh. Loot. Wieso kann ich auf meinen Rucksack nicht zugreifen? Hä? Ich hab doch Sachen gefunden. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Was ist das jetzt? Lesen. An jemanden, der hoffentlich mehr Glück hat als ich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das seltsame Wesen auf der anderen Seite des Raums hat mich erwischt. Im Tumult ist mein Anhänger zerbrochen. Aber ich würde sagen, ich habe ihm ganz schön zugesetzt. Er hat bemerkt, dass ich ihn in der Nähe der Kammer des Wächters beobachtet habe. Auf der Flucht hat er einige Gegenstände verloren. Einer davon eine Karte, ein Diagramm. Was auch immer es ist, ich hatte recht. Sie hielten mich für verrückt, meinten, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich hatte die ganze Zeit recht. Jeder Wächter in jedem Dungeon muss eine Art Schlüssel besitzen. Sie alle sind mit Schlössern an einem großen Tor außerhalb verbunden. Das fünfte Tor von Rinoka. Leider werde ich nicht da sein, wenn es sich öffnet. Wer auch immer mich findet, möge mir den Gestank verzeihen. Aber das Diagramm muss hier irgendwo sein. Bitte öffne das fünfte Tor von Rinoka. Diese Dungeons sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Hier leuchtet das. Boss wird mich tot machen. Sollte alle rauslassen. Jetzt muss ich komische Kreaturen jagen, die mein Zeugsens gemobst haben. Oh oh, Boss wird richtig böse sein. Okay, also erstmal einen Energy trinken. Wir sehen, in unserem Dungeon ist anscheinend ein blauer Schlüssel. Dann in 2 ist ein lila Schlüssel. Dann in 3 ist ein orangener Schlüssel und in 4 ist ein hellerer lilaner Schlüssel. Muss ich das checken? Also ich muss das Medaillon anscheinend mit Münzen aufladen. Dann kann ich es benutzen und nach Hause. Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Und wie komme ich jetzt hier raus? Hä? Zweihundert Münzen. Und oben steht... Ich check das nicht. Hä?
Warum steht oben links, ich hatte 300 Münzen und das Amulett hat 200 Münzen? Hä? Was haben wir hier noch? Händler, LP-Trank, Besenspeer, okay. Ach, das ganze Zeug kann ich verkaufen. Wieso waren da gerade Münzen abgebildet? Da, 5. Reichhaltiges Gelee. Wieso steht da 5 Münzen? Ach, ich check gar nichts. Wieso ist da jetzt 3000 Münzen? Ach, das oberste und das unterste. Ja, gut. Es beginnt bei 2 Münzen und endet bei 3000 Münzen. Okay, das ist also ein Tipp, was die Sachen wert sind. 520.000? Heilige Scheiße. Ah, das sind wahrscheinlich die einzelnen Dungeons, oder? Nee, das ist der Händler. Doch, das hier ist Golem. Der Golem-Dungeon, der Wald-Dungeon, Wüste und Technologie. Aber für den fünften gibt's hier nichts. Sehr seltsam. Wunschliste. Okay, ich bin gespannt, das Spiel ein bisschen besser kennenzulernen. Ich nehme mal an, das Amulett sagt mir, es will benutzt werden, weil wir anscheinend so sonst nicht rauskommen. Okay. Oder es kostet mich 200 Münzen, den Dungeon zu verlassen. Das kann sein. Entkommen, Anhänger. Okay, und unten rechts sieht man, was für Bosse, was für Gegner ich besiegt habe, ja. Null Truhen geöffnet. Okay, auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant, muss ich sagen. Mir gefällt das Spiel jetzt schon. Habt ihr es gerade gesehen? Unten links beim Speichern. Die schreiben von rechts nach links. Wer tut denn sowas? Ah, der junge Eigentümer des Moonlighter ist zurückgekehrt. Sieht aus, als kämst du in einem Stück zurück. Sag bloß, du hast gelernt, an den Anhänger richtig zu benutzen. Das wurde auch Zeit, Junge. Was hast du denn da? Ist das eine Karte der Dungeons? Wo hast du die her? Du hast den alten Pete gefunden? Tot also, ja. Siehst du, das ist das Schicksal, das dich erwartet. Wenn du dem nachjagst, was hinter dem Tor liegt, lass einfach die Finger davon, Will. Nimm einfach die Artefakte aus dem Golem-Dungeon und kümmere dich um den Moonlighter. Anderes Thema. Mir sind einige Aushänge am schwarzen Brett aufgefallen. Können dich interessieren. Einige Händler wollen wohl ihre Läden in Rinoka eröffnen. Wird wieder das. Sorry, zu viel Energy. Wieder etwas Leben in die Stadt bringen. Offenbar brauchen sie aber zunächst etwas Startkapital. Vielleicht kannst du ihnen ja aushelfen. Es wäre schön, die Stadt wieder so lebendig zu sehen wie früher. Die kriegen mein Geld nie, das ist mein Geld. Mein hart verdientes Geld soll ich denen schenken, damit ich denen ihr Geld in den Arsch stecken kann oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich verdiene Geld, damit ich denen Geld geben kann, damit ich denen nochmal Geld geben kann. Und diesmal für Sachen, die ich bekomme und nicht die bekommen. Investitionen statt. Kriegst du in den Dungeons immer die auf die Mütze? Bröselt der Rost von deinen Waffen im Tausch gegen die richtigen Materialien und etwas Kleingeld finden mein Hammer und ich eine Lösung garantiert handgeschmiedet. Okay. Stößt du mit reiner Muskelkraft in den Dungeons an deine Grenzen? Die Tränke und Verzauberungen aus dem hölzernen Hut helfen dir, dein Abenteuer zu einem magischen Ende zu bringen. Und dann sind hier noch andere. Bankier und so weiter. Okay. Ich meine, ich habe jetzt nur 100 Gold. Ich könnte jetzt in meinen Laden gehen quasi und meine Sachen ausstellen, die ich habe, ne? Platzieren. Also was habe ich denn hier am Start? Wurzel, Ranke. Hartstahl. Mit Hart. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit Hartstahl mir Sachen bauen kann. Was ist das denn? Eine Truhe und das? Zwei verschiedene Truhen. Okay, mit den vier Schlössern öffne ich also das fünfte. Dass das hier noch niemand herausgefunden hat, muss man nur 1 plus 1 zusammenzählen. Wieso habe ich jetzt zwei Truhen? Okay, egal, ich packe einfach mal das Geld hier in der Nähe meines Bettes, das Zeug in der Nähe meines Bettes da rein. Eisenbarren.
Hartstahl. Von Hartstahl habe ich halt nur einen. Okay, ich würde sagen, wir verkaufen einfach mal ein paar Sachen. Wir wissen, dass der hier 100 wert ist. Deswegen werden wir den Preis etwas senken, und zwar auf 130. Wir wollen natürlich den maximalen Profit rausholen. So, davon haben wir 10. Ich möchte dafür... Ich meine, es sieht billig aus. 50. Schleifstein. Ich muss viel mehr schleppen hier. Zack. So. Gib mir 50. So. Erstmal alle so 50 setzen. Ich denke mal, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ich sollte noch was anderes packen. Wir haben hier noch Gießereireste. Machen wir die mal auf, keine Ahnung, 25. Ich will die nicht. Ich will die hinlegen. Machen wir 25. 25 bitte, ja. Okay. Öffnen wir den Laden. 3. Januar. Okay. Bin ich aber gespannt. Wir müssen jetzt also die Preise anpassen, wenn es denen irgendwie nicht passt. Wie, du magst den Preis nicht? Und das ist auch zu viel? Oh, nein! Ich muss schnell den Preis anpassen. Hat das funktioniert? Ist das ein Lifehack? Okay, die Preise passen denen so gar nicht. Gut, dann packen wir das hier auf jeden Fall auf 30. Und das hier, nein, nicht auf 100. Ich will mehr verdienen. Hier, 120. Kauft ein, meine Freunde. Alles muss raus, alles muss raus. So, was haben wir denn noch? Ja gut, die Gießereireste sind wir losgeworden. Wir müssen erstmal gucken, was die andere wert ist. Wie? Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Warte mal kurz. Das muss ich jetzt aber mal kurz gucken. Wo sind denn die Sachen? Da, 120 ist denen schon zu viel. Was soll denn die Scheiße? 55 war immer noch perfekt. Was? Ich fühle mich hier echt gerade ein bisschen verarscht, ne? Ich habe es extra nochmal teurer gemacht, aber die hat sich gedacht, nö, nehme ich trotzdem. So ein Scheiß. Verlust zu machen ist echt gemein. Und hier scheinen eigentlich echt nur Waffen zu sein, na gut. Okay, dann machen wir hier halt 110. 110, so, dann packen wir halt hier nochmal hier die Wurzeln. Für meinetwegen 10. Guckt euch den Scheiß an, da der Opa. Der Opa will bestimmt Holz kaufen, oder? Nein. Wie das... Oh, guck mal, sie freut sich. Okay, perfekt. 110 war gut. Das ist immer noch zu teuer. Ich muss das Zeug loswerden. Okay. Eisenbarren. Eisenbarren sind, denke ich mal, ein bisschen teurer. Die können wir definitiv für 50 verkaufen. Nehme ich mal stark an. Das mochte er auch nicht. Diese Geizkragen. Hier, komm. Nimm mit. Wie? Der Opa mag einfach gar nichts. Dann mache ich es halt wirklich auf 30 runter hier. So. Jetzt nimmt mir mein Zeug ab. Okay, ein unzufriedener Kunde. Tschüss. Du sollst dich meinen Ofen anstarren. Du sollst was kaufen. Die ist hierher gekommen und hat sich in den Arsch gewärmt. Verpiss dich aus meinem Laden. Du musst was kaufen, um dir den Arsch zu wärmen. Und? Aber sie hat's genommen. Willst du mich verarschen? Äste geben gar nichts. Hier, dann ja, 5. Moment, ich habe ja hier... das ist ja wie so ein Ranking-System, ne? Stimmt. Wenn ich jetzt ganz runter gehe. Es beginnt hier bei 2. Weswegen höchstwahrscheinlich die ersten Sachen alle auf 2 sind. Nehme ich stark an. Und dann sind wir hier schon bei 110.
Das heißt, die Kristalllinie Energie kann ich für 115 verkaufen, weil bei 120 ist denen das schon zu viel. Was bedeutet, dass das hier viel zu viel ist? Ich glaube, das ist viel zu viel. Ich glaube, muss ich hier alles auf 5 machen. So, dann kriegt ihr noch das Holz hier. Und auch für 5, ja. Genau, guckt ihr mal die Dinge an. 5 ist immer gerade noch, alter Schwede. Oh nein! Hey, hat er gerade mein Zeug geklaut? Ich habe kein Geld dafür bekommen, oder? Ja, der Potzau hat mein Zeug geklaut. Ich dreh durch. Okay. Das Holz war günstig. Na, fürs nächste Mal ein bisschen. Oh! Ich denke mal, 10 ist gut. Ja, 10 ist gut. Die hat sich einfach zu sehr gefreut. Bei 5. Konnte ich nicht akzeptieren. Ist immer noch zu günstig. 15 ist zu viel, aber für 10 kaufst du? Komm. Scheiß Schnäppchenjäger. So. 5 war zu gut, glaube ich, ne? Machen wir 7. So, dann haben wir noch die Ranken. Kann ich von hier aus direkt reingucken? Was haben wir denn da so Schönes bei den Ranken? Die Ranken und die Wurzeln. 5 haben sie sich gefreut bei den Wurzeln. Okay, die Ranke war 5 schon zu viel. Beziehungsweise gerade richtig. Okay, also 5. Ganz unten ist also 2. Sagen wir plus 3, ne? Ergibt 5, logisch. Na gut. Der hat das auf jeden Fall mitgenommen. Ich habe nicht gesehen, was sie für ein Gesicht gemacht hat. Wie Schnäppchen? Oh, jetzt hat das schon eingesackt. Ich drehe durch. Okay, Zahnstein. Zahnstein würde ich sagen. 12. Oh, es wird langsam spät, ne? Komm, gib her. Gib mir mein Geld. Bitte was? Wieso ist das so teuer? Ich hab die doch schon mal für 5 verkauft, oder nicht? Ich hab die doch schon für 5 verkauft. Aber 100 pro. Kann man nicht schneller runtergehen? Da, ich hab die schon für 5 verkauft. Ah, wegen Massenware wahrscheinlich. Hat dann Wert verloren. Ah, ja. Wie, das ist zu teuer. Ich werde niemals Geld verdienen. Ja, komm, nimm's mit. Ich weiß, ich habe sehr viel davon schon verkauft. Aber ich muss es loswerden. So, was haben wir noch hier im Inventar? Ja, den Rest muss ich erstmal in die Kiste schmeißen. Oh, der Tag ist gelaufen. So, Kontostand. Ja, wir haben ordentlich Geld gemacht, ne? 760. Nicht schlecht, nicht schlecht. Für den Anfang, muss ich sagen. Den Rest packen wir hier erstmal in diese Truhe. Schnell bewegen. Ah, okay, sehr schön. Wenn wir dann einen vollen Stack haben, können wir es verkaufen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ins Bettchen, ja? Ah, okay, draufhalten. Gut, Freunde, das war's für unseren ersten Tag als Händler. Wir sehen uns morgen direkt zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir mal, wie das so wird. Ich bin gespannt, wie euch das Spiel gefällt. Mir gefällt es sehr. Es ist echt lustig, die Sachen so selbst zu verkaufen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Haut rein, ciao!